Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, mal wieder nach langer Zeit bei einer neuen Folge Open Transport Tycoon Deluxe. Was sonst? Ja, nach fast 2 Monaten mal wieder eine neue Folge. Die Pause ist also sozusagen beendet und ich weiß so sogar, wo wir stehen geblieben sind. Wir wollten unsere ICE-Züge hier erweitern bzw. umbauen auf den neuen ICE-3. Mit dem fangen wir mal direkt an, ja. Hier unten ist schon ein kleiner Stau. Ja, mach einfach mal einen Kahlschlag hier. Jetzt fährt der Zug auch noch dort rein. Das war jetzt dumm. So. Zack. Du sollst dort hochfahren, du komischer Zug. Hast du das mal? Du kannst dich gleich mal ins... Ah, zu spät. Naja, egal. Bauen wir erstmal unsere Stationen aus. Was? Anzahl der Gleise 7? Was ist das für ein Bullshit? Viererlänge brauchen wir. Und dann fuhr doch hier noch irgendwie ein zweiter, ne? Ach, das ist der, der hier hochfährt. Oh, hier könnten wir auch ein bisschen ebnen, so wie ich das sehe. Oh, hier gibt es, glaube ich, was haben wir hier unten gebaut? Eine kleine S-Bahn? Warum denn das? Ach, egal, bleibt einfach. Mir doch egal. Oh Gott, hier ist sehr viel ICE-Verkehr. Ich glaube, das kann jetzt ein bisschen. Fahren hier Personenzüge lang? Ich glaube nicht, ne? Hier oben ist aber schon ein Vierer, oder sehe ich das richtig? Das ist schon ein Vierer. Okay, na dann. Da brauchen wir nicht hin. Der Ölverkehr hier unten, das ist auch schon lang genug hier. Ich glaube, hier fährt auch gar kein Zug lang, oder? Aber hier fuhr doch scheinbar irgendein ICE lang, oder habe ich mich da jetzt verguckt? Na egal, doch hier tatsächlich. Nach Fuldatal. Doch, der fährt tatsächlich dort rein, na dann. Müssen wir hier mal umbauen. Puh, ich glaube, das wird... Ach so. Das ist ja ganz einfach. Ich zeig's euch, wie wir das machen. Was ist das, ein Fünfer Bahnhof? Ja, sieht da noch aus. Und das war's. Ganz einfach. Du fährst jetzt gleich mal ins Depot rein. Okay, wir machen ja einfach mal alle nacheinander. Ein ICE darf sein. Und noch ein paar Passagierdinger hinten dran. Jetzt. Und ab dafür. Und du auch gleich mal. Ja, ich probiere in der heutigen Folge mal was aus. Ich habe nämlich einen Trick gefunden, den man hier mit Cam Studio lange Folgen, sag ich mal, aufnehmen kann, ohne dazwischen einen Schnitt vorzunehmen. Das probiere ich einfach mal aus, ob das funktioniert. So. Kann ich die eigentlich hier nochmal umrüsten? Ist schon auf maximale, oder? Ich sage einfach mal ja, so genau sehe ich das jetzt nicht, aber so und ab dafür. Hier ist noch ein ICE, schleicht hier entlang. Hier unser Berg, den hatten wir ja platt gemacht, ihr erinnert euch vielleicht. Und was macht hier unten der ICE? Ja, weiß ich nicht. So. Ich bin ein bisschen verschnupft aus unbekannten Gründen. Ich habe allerdings keine Ahnung, warum das so ist. Und ab dafür. Vorher nicht noch. Das ist schon ein neuer hier, ne? Ja. Ist es nice. Das ist auch ein neuer. Du kannst gleich mal drin bleiben. Danke.
Wo auch immer der herkommt. Ich glaube, das war der, der da unten nach Fulda fährt. Der hat sich, glaube ich, komplett vertan hier bei der Streckenführung. Ne, nach Lübeck. Doch, der fährt hier rein. Und ich hab übrigens rausgefunden, warum sich manche Städte nicht erweitern. Die brauchen doch teilweise Transport, Passagiere zum Beispiel. Fünf Stationen. Aber hier sind drei, das müsste eigentlich reichen, das finde ich merkwürdig. Warum hier nichts passiert, genauso hier unten. Fürstendorf. Da ist nichts. Komisch. Dafür haben wir Offenheim und Ingolsmünster, unsere Lieblingsstadt. So, wir gucken mal nach noch mehr ICEs. Oh, hier haben wir gerade noch eine ganze Menge. Bonn an der Spree, das müsste eigentlich relativ leicht aufzurüsten gehen. Gleise müssen. Ach, da steht noch ein Depot, das habe ich nicht gesehen. Hä? Das hätte aber trotzdem passen müssen. Doch, merkwürdig. Muss man nicht verstehen. Und hier, das passt sowieso. Und jetzt ins Depot mit dir. Flugzeugabsturz bei den Gegnern scheinbar. Oder? Die Flugzeuge sehen aber komisch aus. Hä? Kann das sein? Egal. So. Und ab dafür. Der fährt gleich ins Depot, sehr gut. Ach, was ist das dort unten? So ein Wertsachentransporter war das doch, ne? Was dort unten gerade fährt. Habe ich jetzt nicht. Egal. Was ist das für eine Strecke? Ach, das ist einfach bloß so eine Strecke hier. Oder war das Post? Was ist das für ein Zug? Sicherheitstransporter. So, und wir müssen dann mal kurz umbauen. Können wir dort hinten einfach verlängern? Ich glaube, das geht nicht, weil ja der Bahnhof von den Gegnern ist. Also beziehungsweise der Flughafen. Und da meckert der dann immer ein bisschen. Ah, okay, oder so. Wenn du meinst, du lieber Zug. Oh, der ICE, ihr seht schon, das dauert sehr lange, wenn der ICE hier in der Station steht und beladen wird und der ist länger als es sein soll. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der Zug rausfährt. Aber der war doch locker. Ach nee, da ist ein Bahnübergang. Können wir den wegreißen? Dann passt das nämlich wieder mit dem. So einfach geht das. Und der nächste, der fährt hier. Wo ist das? Hamm Münster. Muss ich mal kurz transparent machen. Das sind zwei getrennte Strecken. Ich denke, da können wir auch einfach wieder hier die Straße abreißen. Jo, erlauben sie uns. Sehr gut, so muss es sein. Und hier können wir dann einfach wie gehabt. Zack. Oh, hier oben ist das. Ich glaube, wir können einfach hier hinten das Gebäude wegreißen, oder ja. Zack. War zwar jetzt nicht so schön, aber hey, fahr ins Depot. Und du fährst auch ins Depot. Es wird ja sogar schon am Nachfolger von ICE3 gewerkelt. Ich glaube, den hat man sogar teilweise schon unterwegs in manchen Ländern. Eine Volkswagen Cargo Tram haben wir da erhalten, sehr gut.
Keine Ahnung, ob wir die mal einsetzen werden. Vermutlich eher nicht. Oh, hier ist noch einer. Halt. Rotfurt nach. Ach so, ich habe jetzt gedacht, das wäre unser Zug, der da so ewig lang. So, Hildesmünster, zack. Hier können wir einfach. Na los, zerr dich raus, Zug. Ebenes Land erforderlich. Hä? Sehe ich da irgendwas falsch? Bahnhof muss erst abgerissen werden. Ne? Ich glaube nicht. Soll ich das riskieren? Ach so. Shit. Oder kann. Ja, ich glaube, das wird hier nichts an der Stelle. Ich baue es mal schnell wieder zurück. Naja. Du hast eine ungültige Strecke. Stell dich mal nicht so an wie ein Angestellter. Müssen wir den Bahnhof vielleicht verlegen, damit das passt. Ach so, einen Vierer wollte ich bauen. Das war dann. Aber die Frage ist, wohin jetzt? Hm. Wir wechseln den Zug erstmal aus. Und dann, ha. Gute Frage. Wie machen man das jetzt am besten hier so? Ich würde eigentlich am liebsten hier. Bauen. Keine Ahnung, ob das geht. Einfach mal gucken. Ja, sieht jetzt nicht so. Ich will halt möglichst so eine scharfe Kurve hier vermeiden, aber ich glaube, das wird nicht anders gehen, als das so zu machen. Hoch. Das war dumm. So. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, aber wenn es nicht anders geht, ist es halt so. Naja, nicht schön, aber. So, weiter geht es. Hier haben wir noch einen. Zug 31. Wo pendelt denn der lang? Das ist hier kein Problem. Und das ist hier kein Problem. Wenn das immer so gehen würde, wäre es ja perfekt. So, dann stelle ich hier schon mal zwei Dings bereit. Ach so, es ist ein neuer Zug. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Wenn, dann behalten wir den so, wie er ist. ICE 3 und dann Passagier und ab dafür. So, wo haben wir noch Bedarf? Man sieht das schon, wir haben durch den Einkauf neuer Züge weniger Umsatz gemacht, 30 Millionen Euro weniger. Was ist das hier für ein Zug in Wertsachentransport? Die waren doch, glaube ich, unbegrenzt, oder? Warum fährt er hier nur mit 120 lang? Wertsachentransporter waren unbegrenzt, ne? Würde ich einfach mal behaupten.
Das heißt, wir knallen uns hier einfach mal Geld. Spielt ja mittlerweile keine Rolle mehr bei uns. Das heißt, wir können uns einfach mal hier so eine schnelle Lok reinknallen. Was? Europäische Währungsunion? Der Euro wird einzige Währung für alltägliche Zahlungsvorgänge. Naja, okay. RIP, sage ich da nur. Rest in Peace. Oh, der Zug zieht ja ganz schön raus. So, hier haben wir auch noch einen Zug-Dings. Fährt denn der lang, Herr, schön übers Gebirge. Na komm, das Depot, das fliegt gleich direkt raus. Bisschen Bammel machen mir unsere Züge, die hier die gesamte Karte von oben nach unten entlang fahren. Ach, hier habe ich auch so eine scharfe Kurve drin. Ja, dann bleibt es einfach so. Und zack. Ja. Yeah. Getreidezug. Gibt es da mittlerweile was Schnelleres oder bleibt das dann bei 120? Was bleibt, glaube ich, dabei? Okay. Entschuldigung. Ja, ich finde die Musik einfach richtig klasse, die hier eingebaut haben. Und ab dafür. Was war da jetzt gerade nochmal? Ach so, wegen fehlender Rohstoffe. Naja, okay, wir haben jetzt schon recht lange aufgenommen. Was haben wir hier für ein Wertsachen? Ach, das ist so ein anderer. Na gut, bleibt einfach dabei. So, jetzt haben wir hier noch einen Zug 42. Der rödelt auch hier ein bisschen übers Gebirge. Aber auch hier sollte die Umrüstung eigentlich kein Problem darstellen. Ich reiß einfach mal hinten das raus. Mir egal, ob die da keine Zufahrt mehr haben. So. So, das passt wieder hier. Das ist natürlich hier wieder bescheiden. Ich müsste eigentlich. Eins erhöhen. Dann geht das. Dann so umbauen. Dann komme ich allerdings nicht mehr hier runter. Oder? Doch. Man muss nur wollen und dann klappt das auch. Kreuzheim kann mich mal kreuzweise. Aha, okay. Oh, das geht auch hier. Oranienheim. So, jetzt ins Depot mit dir. Umrüsten. So, da haben wir ja ganz schön was geschafft in der heutigen Folge. Ich würde mich dann auch gleich noch verabschieden, um zu gucken, ob der Trick geklappt hat, mit dieser 2-Gigabyte-Grenze bei Cam Studio zu umgehen. Wenn nicht, würde ich die Folge einfach nochmal machen und ich sage einfach aus Kreuzheim. Tschüss und auf Wiedersehen. Huch, falsche Taste. Ich wollte Pause drücken. Okay, also nochmal. Tschüss und auf Wiedersehen.